Also ich habe heute Morgen überlegt, dass ich im nächsten Leben mal was Sinnvolles mache. Das ist sehr individuell, oder? Unfassbar individuell. Ich habe Anja Niekerken vor mir sitzen und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt, im nächsten Leben mache ich etwas Sinnvolles. Und worum geht's da in deinem Buch? Na, es geht zum großen Teil um unseren Job, ne? Es geht letztendlich darum, wir sind ja mittlerweile in so einer Sinnsuchergesellschaft anbelangt, ne? Wir wissen schon ganz viel und sind so bei Gleichberechtigung jetzt noch ein bisschen ausbaufähig. Aber grundsätzlich geht es jetzt mal darum, nicht nur das Essen auf den Tisch zu bringen, wenn wir unseren Job machen, sondern da muss doch noch mehr sein. Ne? Also da sollte möglichst noch Sinn dahinter sein. Wir wollen die Welt verbessern, uns selber einbringen, also den Sinn dahinter finden. Und darum geht's. Ich beleuchte das ein bisschen, woher das kommt und ob das überhaupt so sinnvoll ist. Ich finde das ganz spannend. Ich habe vor einigen Jahren habe ich mich mit einer Bekannten, also mit zwei Bekannten unterhalten. Und die eine ist, die ist halt viel so in der Landwirtschaft unterwegs. Mhm. Ja, und hat wirklich von morgens bis abends echt viel zu tun. Also wirklich, wirklich, wirklich viel. Und dann waren so die eine Bekannte und ich, die halt nicht in der Landwirtschaft sind. Wir haben gerade darüber gesprochen und so ein bisschen gesagt und Depression und bla, bla, bla und Wechseljahre, schwierig und so. Und dann starrte die uns die ganze Zeit an und hinterher kam dann so raus, dass sie sich die ganze Zeit gedacht hat, also, haben die zu viel Freizeit? Ja. Und dann kam tatsächlich sowas raus, so von wegen so, wenn ihr Probleme habt, geht einfach in den Garten. Also tut einfach was. Und das ist so ein Running Gag teilweise. Geh einfach in den Garten, wenn es dir nicht so gut geht. Ist das so ein Luxusproblem, dass wir jetzt gerade denken so, oh, ich suche mir mal was Sinnvolles. Ich glaube, es ist nicht mehr sinnvoll. Ich will die Welt verändern. Ja, natürlich. Also so zum einen, man kann das als Luxusproblem bezeichnen, weil ich sag mal, die Menschen, die wir ja auch immer noch in unserer Gesellschaft haben, die wirklich überlegen müssen, wo kommt morgen das Essen her, die haben das Problem nicht. Sicher, aber haben die keine Depression, keine Wechseljahre? Doch, sicherlich, die haben sowas auch, aber die suchen nicht nach dem Sinn dann dahinter, ne? So, sondern haben erstmal ganz klar das Problem, wie sieht morgen aus, wie mache ich dies, wie mache ich das. Natürlich macht das auch depressiv, ist überhaupt keine Frage. Und Depressionen in das Thema einzusteigen, ne? So, da kommen das will ich aber kommen ja noch andere Sachen dazu. Aber die Menschen, die wirklich ein gutes Auskommen haben und die, sag ich mal, sich auch sehr, sehr viel leisten können, oder je mehr wir uns leisten können, umso mehr können wir uns natürlich auch leisten, über andere Dinge nachzudenken. Über solche Dinge nachzudenken muss man sich zum einen leisten können, ja, und zum anderen muss man die Zeit dafür haben. Und wir haben immer mehr Zeit. Ne, so, auch wenn jetzt gerade die Diskussion wieder anfängt, ob wir länger arbeiten, sowohl in der Wochenarbeitszeit als auch in der Jahres- oder der Lebensarbeitszeit. Das ist, letztendlich ist es egal, wenn wir noch mal so in die 50er Jahre gucken im letzten Jahrhundert oder in die 20er Jahre im letzten Jahrhundert, da sah das ganz anders aus. Also so, da war eine 35- oder eine 40-Stunden-Woche ein Luxus. Das hatte so gut wie niemand. Also 60 Stunden wurden da gearbeitet. Und 60 Stunden? Ja, das war völlig normal. Das war vollkommen normal und schon auch ab dem 12. Lebensjahr. Das waren völlig normale Zustände. Und ne, so, da hat sich keiner darüber Gedanken gemacht, ob irgendwas sinnvoll ist oder nicht. Da war man froh, wenn man abends zu Hause war und ins Bett konnte und schlafen konnte. Ja. Na klar, ist das auch ein Phänomen unserer Zeit. Was es aber, finde ich, nicht zu einem Luxusproblem macht, sondern es macht es zu einem Thema, dem wir uns jetzt endlich widmen dürfen. Das ist ja, ne, so, das kommt immer drauf an, aus welcher Ecke wir das betrachten. Mhm. Also ich finde es nicht schlecht. Tatsächlich habe ich in meinen Kursen auch so einige, also bei den offenen Seminaren auch völlig egal, ob es um Konflikte geht oder ob es um insgesamt einfach Körpersprache auftreten. Also wenn es um Kommunikation geht, kommt ganz häufig auch diese Sinnfrage. Mhm. Es kommt ganz häufig einerseits das Thema Authentizität auf, oder das ist was anderes, aber eben auch diese Sinnfrage und dieses, ich habe im Prinzip alles, ist das jetzt wirklich alles? Und vielleicht sollte ich dann den Job wechseln, denn wenn ich jetzt noch nicht glücklich bin, ist es ja vielleicht, macht es dann ja der Job. Und dann kommt aber auch ganz häufig dieses, aber kann ich mit dem Job dann auch genau das verdienen, was ich mit diesem hier verdiene? Und dann sind die schon wieder in der Frage, ist es mir das dann wieder wert? Ja, und das ist, also ich finde den Konflikt gar nicht so doof. Ich finde nur immer,
die Art und Weise, wie wir versuchen, ihn zu lösen, finde ich manchmal ein bisschen fragwürdig. Inwiefern? Weil muss der Job uns denn Sinn bieten? Können wir uns das in der Freizeit nicht suchen? Wenn wir einen gut bezahlten Job haben, uns, ich sag mal, in Anführungszeichen nicht tot machen, also ein normales Arbeitspensum haben, können wir dann nicht in der Freizeit irgendwas Tolles machen, wo wir Sinn finden? Ist der Job wirklich dafür da, uns glücklich zu machen und uns Sinn zu bieten? Das ist ähnlich wie so in einer Partnerschaft. Ist mein Partner oder meine Partnerin, sind die dafür da, mich glücklich zu machen, mir Sinn in meinem Leben zu bieten? Mal kurz drüber nachdenken. Weil es gibt auch ganz viele Menschen, gibt es auch mehrere Beispiele in meinem Buch, die in wirklich prekären Jobs Sinn finden und das ganz anders gestalten. Oder die Jobs zum Beispiel, wenn wir uns mal fragen, naja, haben wir ja gerade alles gesehen in der Corona-Krise, die Pflegekräfte, Krankenschwestern, Intensivschwestern und Pfleger, mega sinnvoller Job, will keiner machen. Warum nicht? Um Sinn kann es also nicht gehen. Nicht wirklich. Weil wenn es da wirklich drum gehen würde, würden wir es doch machen, oder nicht? Mhm. Also diese, ich halte das für ein Zeitphänomen, dass wir im Job so viel Sinn suchen wollen und auch so ein bisschen für so ein Werbephänomen von uns Coaches und Coachinnen. Also ne, so das ist so ein Thema, weiß ich gar nicht so genau, ob die Arbeitswelt dafür gemacht ist und ob sie dafür da ist. Also tatsächlich, das hast du ja auch in deinem Buch geschrieben, dass es ja nicht nur um diesen Sinn geht, sondern ich will ja dann auch noch besonders sein. Da hast du ja noch gesagt, wie ähnlich sind wir den Schimpansen? 97,8% gleiche Gene. Wahnsinn. Und dann habe ich gesagt, ja klar, spannend, aber wir wollen dann Individuen sein, wir wollen was ganz Besonderes machen, wir wollen was Sinnstiftendes machen. Bei einer Party, wenn ich gefragt werde, was machst du, möchte ich, dass alle sagen, boah, Hammer. Ja. Und gleichzeitig möchte ich damit natürlich am besten noch wenig arbeiten und viel verdienen. Ja. Und da passen die Pflegekräfte nicht rein. Ja. Also, und ich finde es so toll, Pflegekraft, das ist so großartig. Ich finde auch tatsächlich Sterbehilfe so ja, wichtig. Und da ja, überlege ich auch, also ich hänge immer noch bei dem Gedanken, weil ich es gern machen möchte, weil ja, ich es so sinnstiftend finde. Ich merke allerdings, wenn ich jetzt noch meinen Job mache, dann könnte ich meinen Job nicht machen. Also dann müsste ich den in Anführungsstrichen aufgeben. Wenn jemand, der stirbt, der hält sich ja nicht an einen Zeitplan. Ja, blöd, sagt, aber das stimmt. Ja, der sagt, da kann ich ja nicht sagen, oh, jetzt gehe ich mal, ja, wie ich heute eben zu einem Seminar nach Wuppertal, mach mal kurz mein Seminar, aber danach bin ich dann wieder da. Nee, dann ist der vielleicht, das geht dann einfach nicht. Aber vielleicht gibt es ja andere Sachen, also ne, wo man das dann, also wie man sich da einbringen kann. Das, ich sehe das zum Beispiel an meinem Mann. Ne? So mein Mann, mittlerweile ist er jetzt auch beruflich bei der Feuerwehr, aber der war beruflich jahrelang Hufschmied. Ne, so, und hatte auch Sinn, also hatte eine sinnvolle Tätigkeit, hatte dann aber irgendwann keine Lust mehr, aus welchen Gründen auch immer, beziehungsweise war auch körperlich nicht mehr dazu in der Lage. Und hat nebenbei war der immer in der Freiwilligen Feuerwehr. Und das war immer das, was für ihn sinnstiftend war. Hm. Ja, ich bekomme aber auch mit, dass die Leute eben teilweise weniger arbeiten wollen. Also hast du gesagt, wir können den Sinn ja auch im Hobby finden. Ja. So. Und dann höre ich aber, ja, aber damit ich dann genug Zeit habe, auch für das Hobby, wäre es ja besser, wenn ich nur 30 Stunden arbeite. Weil ja viele Leute auch gut verdienen, sagen sie halt dann. Also nicht viele, einige Leute gut verdienen. Auch wieder ein Luxusding, ne? Dass sie dann sagen, komm, dann mit 30 Stunden komme ich auch irgendwie klar. Und so ein bisschen was verdiene ich ja vielleicht auch irgendwie vielleicht bei der Nebentätigkeit. Mit dem Hobby kann ich vielleicht noch ein bisschen Geld verdienen und, und. Denn ich habe das Gefühl, die möchten eben arbeiten, aber dann eben nicht so viel. Dann eben das Hobby machen. Ja. Aber ich meine, für Fernsehen darf ja auch noch Zeit sein. Und für Schlafen und für Wochenende und für Freunde und Work-Life-Balance und dann wollen wir auch noch gesund sein, wir wollen ja noch Sport treiben, bla bla bla. Und dafür ist dann für diese vielen, vielen, vielen Wünsche ist dann häufig nicht genug Zeit. Und ich kann mir eben nicht vorstellen, dass so viele Unternehmen sagen, oh ja gut, wir machen eine 30-Stunden-Woche, weil es einfach häufig nicht geht. Nee, klar, aber auch das, was du gesagt hast, ne, so auch was wir alles noch so machen wollen. Wir müssen uns entscheiden. Wir können einfach, also so, wir können nicht immer alles haben. Ich bin Pippi Langstrumpf, ich will alles. Ich auch. Und also, ne, und ich will, ganz ehrlich, ich will gar keinen Sport machen. Ich will auch so schlank und gesund sein. Also, ne, das ist doch besser, dann sparen wir auch Zeit, genau, oder? Und dann habe ich wieder die Zeit für andere Sachen. Aber das geht nun mal nicht. Ne? Also, und das sind halt so ein paar Punkte. Da ist unsere Gesellschaft oder ist unsere gesellschaftliche Entwicklung gerade an so einem Punkt, haben ja, verzichten nein. Mhm. Weil
es geht halt letztendlich gar nicht anders. Ne? So, ich muss mich immer entscheiden, will ich die Zeit so oder so verbringen? Will ich jetzt hier mit dir sitzen und ein Interview machen, was mir ja auch Spaß macht? Oder will ich lieber irgendwo im Park liegen und ein Eis essen und vielleicht schwimmen gehen? Das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Und auch da muss ich mich immer entscheiden. Entscheide ich mich für das Geld und für meinen Luxus oder entscheide ich mich für den Sinn, der bei der Pflegekraft zum Beispiel. Ne? So, manche können sich das nicht aussuchen, auch überhaupt keine Frage. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, dann ist das eine Entscheidung. Mhm. Und dann aber zu sagen, so, ja, das ist aber, ich will jetzt aber hier auch noch dies und ich will hier auch noch das, halte ich für fragwürdig. Viele Unternehmen machen sehr viel und müssen das auch, weil ne, so wir mittlerweile in einem nicht mehr in einem Arbeitgebermarkt, sondern in einem Arbeitnehmermarkt steuern, gerade in ganz bestimmten, also in sehr, sehr vielen Jobs. Was bedeutet das Arbeitnehmermarkt? Ein Arbeitnehmermarkt ist von den Arbeitnehmern gesteuert. Das heißt, dass wir uns als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen wieder aussuchen können, welchen Job wir machen. In der IT-Branche ist das ganz stark. Im Handwerk wird es jetzt auch ganz stark. Ne? Lange Zeit unterbezahlt. Die finden alle keine Leute mehr. Ja, überlegt mal, warum. Ne, so, weil natürlich die Arbeitsbedingungen nicht toll sind und weil auch das Ansehen in der Gesellschaft nicht mehr so groß ist. Und da dreht sich das. Ne? So, es gibt ganz viele Handwerksbetriebe aktuell zum Beispiel, die auf eine Vier-Tage-Woche zurückgehen und sagen, ihr macht eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohn im Handwerk und das in irgendeiner Form auch hinkriegen, weil sie sonst keine Leute mehr finden. Aber ich verstehe es immer noch nicht mit dem Arbeitnehmerinnenmarkt. Du meinst, dass die Arbeitnehmer die Konditionen diktieren. Genau. So, weil ich habe nämlich auch gerade bei Xing habe ich nämlich auch gerade gelesen, dass aktuell jedes zweite Unternehmen zu wenig Fachkräfte hat. Ja. Lag natürlich auch daran, dass sie viele auch in der Corona-Pandemie und so, dass sie viele entlassen haben, gedacht haben, ach super, dann können wir ein bisschen sparen. Ja. Sehen wir ja auch in den Flughäfen und so weiter und bei den Fluggesellschaften. Aber denke ich so, wo sind die denn alle hin? Suchen die gerade den Sinn? Oder? Nee, also witzig, dass du das sagst. In der Hotellerie ist es auch ganz, ganz extrem gerade. Und die sind in andere Jobs gegangen. Die sind in Jobs gegangen, die sie dann bis zu dem Zeitpunkt kriegen konnten, merken, ach so, da muss ich jetzt gar nicht mich mehr so anstrengen. Ich werde vielleicht sogar noch einen Tick besser bezahlt, weil andere Jobs ja auch offen waren in der Zeit. Es war ja nicht so, dass dann auch in der Corona-Zeit plötzlich alle Jobs weg waren, sondern ne, so in der IT, im Telefonmarketing und. Da sind ganz viele Jobs ja auf einmal aufgegangen und da sind ganz viele hingegangen. Und ganz viele, zum Beispiel aus der Hotellerie sagen jetzt oder aus der Gastronomie, sagen, ich bin doch nicht bescheuert, wenn ich hier im Callcenter sitzen kann, ein bisschen mehr sogar verdienen kann, als wenn ich Kellner oder am Herd stehe, dann gehe ich doch nicht mehr zurück. Und wer weiß, was jetzt im nächsten Winter wieder ist, wenn wieder alles zurückgedreht wird, da bleibe ich doch in meinem sicheren Job. Mhm. Natürlich. Und so, dass Corona verstärkt diesen Effekt. Mhm. Aber es ist so, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in immer mehr Berufen die Bedingungen diktieren können. Okay, spannend. Mhm. Also insofern, wenn jetzt tatsächlich es ein Trend ist, dass die Leute sagen, ich möchte weniger arbeiten, dass die dann eben auch sagen, so, dass es vielleicht sogar mehr wird und mehr möglich gemacht wird, dass die Leute 30 Stunden arbeiten, um eben mehr Zeit eventuell im Privaten für den Sinn zu haben. Genau, und da auch wirklich mal zu gucken, ne? Also wenn man wirklich einen Job hat wie, ach, keine Ahnung, Buchhaltung. Ne? So, ich mache nun Buchhaltung wirklich wahnsinnig ungern. Und deswegen sehe ich da auch wenig Sinn drin. Ich muss es halt machen, weil ich weiß, es muss gemacht werden. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass selbst wenn man sehr, sehr viel Spaß an Zahlen hat und an das Freude macht, da irgendwie die letzte Kommastelle hinter der, weiß ich nicht, dritten Null oder so noch zu finden. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Buchhaltung. Wenn einem das Freude macht, aber dass man dann irgendwann merkt, ja, ach, so sinnvoll ist das jetzt auch nicht. Und dann ist der Chef oder die Chefin sind nicht nett. Ne, so, dann denkt man dann auch so, oh ja, was mache ich hier eigentlich? Wenn man da sagt, ja, es ist ja eigentlich auch ziemlich sinnlos, diese Bilanzen hier alle zu machen, weil im nächsten Jahr habe ich wieder die nächste Bilanz und ne, so, dann muss ich wieder Dinge von rechts nach links drehen. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber in diesem Job, ich frage mich, ob man da Sinn finden kann, außer zu sagen, okay, komm, ne, so, ich mache es mir mit meinen Kolleginnen und Kollegen nett. Ne, also wir haben hier viel Spaß, also ne, wir schaffen uns eine wunderbare Arbeitsatmosphäre. Und dann noch zu sagen, okay, und wenn ich dann immer noch das Bedürfnis habe, dann mache ich es in der Freizeit. Tatsächlich, das hatte ich mir auch, als ich mir dein Buch
durchgelesen habe, habe ich mir es auch notiert. Ulrike Scheuermann, eine Kollegin von uns, die hat ein schönes Buch rausgebracht, Freunde machen gesund. Ja. Wo eben ganz viele Studien rauskamen gerade, die sie als Diplompsychologin halt sehr, sehr interessiert. Sie hat gesagt, sie hat das Phänomen vorher schon gesehen, dass Menschen eben es denen deutlich besser geht, wenn sie eben gute Freunde haben. Also nicht nur im Garten, wie ich eingangs gesagt habe, sondern auch Freunde. Und du schreibst das ja auch. Du hast geschrieben eben diese Zugehörigkeit, dass wir eben Herdetiere sind. Ja. Insofern ist diese Zugehörigkeit beim richtigen Job ja auch etwas, was uns gesund hält, dann, was uns diesen Sinn geben kann. Und das macht eben auch Sinn oder das gibt dem Arbeitsleben auch Sinn, weil letztendlich muss man sich das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir bewerben uns für Jobs, weil die Aufgabe interessant klingt und das Gehalt stimmt. Wir verlassen Jobs, weil der Chef doof ist und weil die Kolleginnen blöd sind. Ja. Da stimmt doch was nicht. Ja. Und das ist immer so. Und wenn wir einfach mal, ganz verrückter Gedanke, stell dir mal vor, wir würden gucken, passe ich in dieses Team rein? Ach, und die sind alle nett und da habe ich Bock drauf. Ich habe Lust, mit denen 8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche zu verbringen. Dann gehe ich hin. Und okay, wird nicht ganz so gut bezahlt wie der andere Job. Let's give it a try. Lass mal versuchen. Ich wette mit dir, da ist man länger glücklich als in dem anderen Job, wo das Geld stimmt, aber man schon gesagt hat, so, oh, Chefin oder Chef, jetzt nicht so super sympathisch, aber egal, kann ich mit leben. Also tatsächlich, eine Freundin von mir hat das so gemacht und sie hat gesagt, ich verdiene zwar weniger, aber es ist mir völlig egal. Die Chefin, die kämpft für uns, die ist für uns da, das Team ist toll. Ja. Und bei dem anderen, da war es einfach immer nur anstrengend, weil der Chef eben für eine nicht so schöne Atmosphäre dann eben gesorgt hat. Und das ist es ihr wert. Sie sagt, das Geld ist mir mein, weil wenn ich mehr verdiene, gebe ich das Geld dann ja wieder aus, um irgendwie meine psychischen Schäden die gesundheitlichen Schäden durch die Anspannung und verspannter Nacken, wie auch immer, oder Rücken oder was auch immer, dann eben wieder auszumerzen. Bringt ja auch nichts. Ja, und das ist vielleicht noch so ein Thema, ne? So das große Thema aktuell gesellschaftlich ist eben einfach, dass gut bezahlte Jobs angesehen sind, hoch angesehen. Ne, so, wir sagen zwar natürlich Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen und ne, so Intensivschwestern, Intensivpfleger müssen, also ganz toll, super, AltenpflegerInnen, ne, so, das sind die besten und sinnvollsten Jobs. Das sagen wir, weil wir wissen, dass es richtig ist, es zu sagen. Weil es nett Glauben klingt. Tun wir das nicht. Ja. Und das ist der Punkt. Ne? So, wenn man dann zum Beispiel irgendwie sieht, was weiß ich, ein hochbezahlter Rechtsanwalt oder eine hochbezahlte Ärztin, dann sagt man so, Wobei ich jetzt noch dazu sagen möchte, auch für meine Podcast-Zuhörer, ich habe übrigens völlig vergessen zu sagen, welchen Podcast wir sind. Gut reden kann jeder, ich glaube, es hat jeder verstanden. Es wird ja auch im Logo angezeigt, ne? Dass wir beide nicht so denken. Denn ich habe eine Freundin, die arbeitet im Altenheim und boah, hatte die eine Zeit bei der Corona-Pandemie. Und ich ziehe so meinen Hut. Ich finde es so großartig und ziehe mehr meinen Hut, als jetzt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich bin übrigens Rechtsanwalt und habe mir jetzt irgendwie da und da und da wieder eine Luxusvilla gegönnt. Wo ich so denke, das ist total schön für dich. Mhm. Würde mich jetzt persönlich nicht kicken, ne? Weil ich eben auch merke, dass das bei meiner Freundin eben, dass sie so einen Sinn darin sieht und das so fühlt und so spürt. Oder auch eine andere Bekannte, die eben so Sterbebegleitung macht oder was. Es ist so, die gehen da so drin auf. Und tatsächlich finde ich, für mich jetzt eben, und das siehst du ja ähnlich eben, da würde ich wirklich sagen, boah, das finde ich wirklich super. Und gleichzeitig merke ich aber ganz viel in der Gesellschaft, dass sie sagen, oh, super, in der Pflege, toll. Und denken so, den Job möchte ich aber nicht machen. Und so einen hohen Status ist es ja auch nicht. Und kannst du dir überhaupt Urlaub leisten damit? So. Ja, also, und weißt du, so dieses, den Job möchte ich aber nicht machen, das ist so der Gedanke, der auch noch erlaubt ist. Mhm. Ne? So, weil ich möchte den Job nicht wirklich machen. Also nicht 24-7. Also, ne? Nee, ich glaube, das würde ich mir nicht zutrauen. Mhm. So, ne? Das ich habe schon mal mit dem Gedanken gespielt, jetzt auch, also ne, das mal zu machen, einen Tag die Woche ins Pflegeheim zu gehen. Ich bin da gerade auch dran, das einfach mal zu versuchen, einfach mal zu gucken auch. Ne, so auch ein Stück weit aus Neugier, ob das wirklich so ist, wie es dargestellt wird oder ne, so, ob es auch wirklich so sinnvoll ist,
ne? Oder auch nicht. Also vielleicht macht es dich ja auch kaputt, weil das musst du ja auch seelisch auch aushalten können, weil das ja auch sehr viele sehr einsame Menschen sind. Du bist ja auch sehr in bestimmten Rhythmen einfach auch drin, aus denen du nicht raus kannst. Also du kannst dich ja oft auch gar nicht so kümmern, wie du willst, was man auch immer wieder hört. Und das differenziert zu betrachten, finde ich völlig in Ordnung. Aber dieses am Ende des Tages ist der Job nicht so angesehen, weil die Jobs, die angesehen sind, darauf entsteht auch immer ein Run. Mhm. Ne? So, es ist genauso wie im Handwerk. Ne? So, ich meine, ey, Handwerk, es gibt doch nichts Sinnvolleres, als Zimmermann zu sein und ein Haus zu bauen. Ich meine, wie sinnvoll kann man arbeiten? Oder mhm. ne? So, das sind so Dinge, aber das ist einfach nicht so hoch angesehen, weil das ist ein Knochenjob und du verdienst am Anfang einfach nicht viel Geld. Es sei denn, du machst dich irgendwann nachher mal selbstständig mit einer eigenen Firma und so. Und dass diese Dinge, die eigentlich ja sinnvoll sind, die etwas Sinnvolles erschaffen, in diesen Jobs machst du dich aktuell kaputt und verdienst wenig Geld. Mhm. Und das ist das, warum diese Jobs an Ansehen auch verlieren. Mhm. Das ist ein systemisches Problem zum einen. Und ja, eben auch zum anderen, das Problem, dass Sinn und Geld nicht korrelieren. Geld und Motivation korrelieren, also passt ja auch nicht zusammen. Also das ist ja mal, ne? Also es kommt letztendlich auch auf den Job an. Also so, ich bin zum Beispiel davon überzeugt, dass wenn solche Jobs im Handwerk oder wenn in der Pflege, wenn die besser bezahlt würden, und man sich nicht so kaputt machen würde, dass die dann auf jeden Fall eine Renaissance erleben würden, auf jeden Fall. Geld in Jobs, wo du nicht direkt etwas herstellst oder wo du den Sinn nicht direkt sehen kannst, wie in der Finanzdienstleistung, wie ganz oft in der Rechtsberatung, in solchen Jobs oder in diesen ganzen Bürojobs, die wir haben, da bringt Geld gar nichts. Weil da gibt es schon eine bestimmte Grenze, die so eingezogen ist, wo Geld noch motiviert. Also man sagt irgendwo zwischen 60.000 und 90.000 Euro das im Jahr, ne? nicht am Tag und auch nicht im Monat. Ja, ich hatte mal so 5.000 Euro im Monat grob. Also das, genau, das Glückslevel im Jahr. Danach steigt es nicht mehr. Ja, danach steigt es nicht mehr, genau. Das Glückslevel, genau. Also ich meine, es ist schon wahnsinnig viel, ne? Und gleichzeitig eben streben ja manche eben noch mehr an, was dann aber gar nicht so viel bringt. Und Weil Geld dann wieder neue Probleme schafft, weil du dann wieder Probleme bekommst, wo lässt du das, wie legst du das an und ne? Also so bist du hast Angst, es dann zu verlieren dann, ne? Genau, dann wird die Verlustangst nachher größer und dann setzt sowas auch wie eine Gier auch beim Menschen ein, ne? Also die auch sehr normal ist, die gar nicht so viel damit zu tun hat, ob wir jetzt charakterlich schwach sind oder nicht. Macht und Geld verändern den Charakter, ob wir das wollen oder nicht. Da gibt es auch ganz spannende Studien zu. Aha. Wir kommen wieder zurück zu diesem, dass wir Herdentiere sind. Mhm. Denn das mit dem Geld motiviert dann schon wieder, wenn ich mich mit anderen vergleiche. Das gab es ja auch ganz viele Studien zu. Ne? So nach dem Motto, ich verdiene mehr Geld, oh, ich freue mich. Der andere verdient aber mehr Geld als ich, obwohl er genau denselben Job macht. Dann freue ich mich wieder nicht. Dann freue ich mich nicht mehr, genau. Also auch da sind wir ja wieder bei diesem Bereich, wie wichtig diese soziale Interaktion ist. Was du vorhin schon gesagt hast, es ist fast besser, weniger zu verdienen und einfach ein gutes Team zu haben. Auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall so. Und ich beobachte das auch sowohl in meiner Coaching-Praxis als auch in meinem Umfeld. Ne? Alle Leute, die ein gutes Team haben und nicht so viel verdienen, beschweren sich selten über ihren Job. Und ich kenne ganz, ganz viele, auch gerade die zu mir ins Coaching dann natürlich auch kommen, die wahnsinnig unzufrieden sind, wahnsinnig unglücklich. Und es ist immer Theater im Team. Das ist nie, dass sie kommen und sagen, Anja, ich verdiene zu wenig. Ganz selten. Also gut, ich mache nun auch keine Gehaltscoachings, aber es ist ganz selten, dass deswegen die Leute kommen. Insofern, wir hatten ja vorhin gesagt, Geld ist nicht unbedingt der größte Motivator, sondern es ist ja die Liebe im Endeffekt. Um es erstmal provokant zu sagen, die soziale Anerkennung, du hast ja auch da noch jemand anders zitiert, der auch ein Buch geschrieben hat über Job und wie wir da glücklich werden können. Joachim Bauer, genau. Genau, wo der ja auch sogar das Wort eben Liebe ausgesprochen hat. Ich nenne es ja gerne mal das fünfte Grundbedürfnis eben, dass wir uns zugehörig, dass wir uns gesehen fühlen wollen, dass wir anerkannt, Bewunderung, egal wie, es ist ja im Prinzip der Überbegriff Liebe. Und das ist ja mit der größte Motivator, auch beim Job. Ja, Anerkennung und Zugehörigkeit.
Das sind die einzigen Motivatoren. Wenn wir das nicht hätten, würden wir nicht arbeiten. Warum denn? In Deutschland musst du nicht theoretisch nicht arbeiten. Du kannst von Sozialhilfe leben. Nicht gut, ne? Und da geht es nämlich schon los, weil dann fällst du aus einer sozialen Gruppe raus, wirst in deiner sozialen Gruppe nicht mehr anerkannt. Also muss ich da jetzt wieder hin. Ne? So, das ist so der erste Schritt. Und aber wir machen das alles für Anerkennung und Zugehörigkeit, natürlich. Mhm. Anerkennung von unseren Eltern schon, ne? So, stell dir mal vor, also wenn ich mir vorstelle, ich würde zu meinem Papa sagen, du Papa, ich lasse das jetzt mal mit dem Arbeiten, der wird vom Stuhl fallen. Also ne, da würde ich die Anerkennung, also hätte ich zu Hause schon mal ziemlich Stress gehabt, also als Kind oder als Jugendliche. Dann in meinem Freundeskreis, die würden sagen, wieso, hast du im Lotto gewonnen oder was? Ne? Und da verlierst du Anerkennung. Und das zieht sich durch alles durch, natürlich. Wir wollen dazugehören und wir wollen auch anerkannt werden. Und natürlich, also ne, wenn ich schreibe nun Bücher und wenn ich sage, so, wenn ich gut drauf bin, ich mache das nicht immer, dass ich sage, ich bin Autorin, weil dann auch immer ganz viele Leute mir ganz viele Ideen erzählen, worüber sie schreiben wollen. Und wenn ich da keine Lust zu habe, dann sage ich nicht, dass ich Autorin bin, dann sage ich irgendwas anderes. Aber wenn ich gut drauf bin und denke, so, jetzt hole ich mir mal eine Portion Anerkennung, wenn mich jemand fragt, und was machst du so? Dann sage ich, ich schreibe Bücher. Geil. Es gibt das geilste Gefühl unter der Sonne. Es ist richtig cool. Ja, na klar. Natürlich mache ich das dann auch. Und Anerkennung und Zugehörigkeit, das gibt uns ja auch immer, also das macht ja auch was mit unserem Hormonsystem. Ne? So Oxytocin ist das Zugehörigkeitshormon. Was da alles passiert, das ist verrückt. Von dem hatte ich vorher noch nie gehört. Oxytocin. Oxytocin. Ja, das ist auch das Hormon, was Frauen ausschütten, wenn sie Kinder stillen. Also das ist dieses Zugehörigkeitshormon. Und wenn wir davon zu viel haben, werden wir aggressiv. Also das ist, also wie bei allen, ist es, die Dosis macht das Gift. Also Oxytocin macht, dass wir uns zugehörig fühlen, dass wir mit Menschen interagieren wollen, dass wir zusammen sein wollen, dass wir uns berühren wollen. Das macht Oxytocin ganz viel. Aber Oxytocin macht auch, dass wir als Fußballfans nicht, also unsere Intelligenz verlieren und auf andere Fußballfans losgehen wollen. Also das schweißt eine Gruppe auch so dicht zusammen, dass es wieder kippt und andere Gruppen zu Feinden werden. Mhm. Also ne, so das ist immer so eine Schwelle. Ähnlich ist es ja bei Adrenalin auch. Adrenalin ist ein gutes Hormon, wenn wir ne, Power haben wollen, Kraft haben wollen, wenn wir ein bisschen energetisch sein wollen. Zu viel Adrenalin ist nicht so gut, dann kippen wir irgendwann um. Wahnsinn. Ich höre dir immer so ganz gespannt zu, dass ich immer ganz... Dann denk ich so, ach guck mal, das könnte ich gleich auch noch fragen. Genau, eine Sache hatte ich noch. Du hast gesagt, dass du schon, oder mir vorhin erzählt, dass du schon 10 Bücher geschrieben hast seit 2018. Mhm. Also insofern, meine Damen und Herren, Anja Niekerken, einfach eingeben. Ich verlinke natürlich auch deine Homepage in den Shownews. Alle Bücher kaufen. Ja. Was sagst du denn zu diesem Satz, jeder kann alles werden? Das wird ja gern so teilweise von Kollegen immer von der Bühne gesagt, wenn du nur wirklich willst, dann willst du. Ich habe früher so eine Postkarte gehabt, die habe ich mir sogar mal an die Wand gehängt als junges Mädchen. So eine Schnecke, die dann so über so einen Riesen, so einen Stabhochsprung praktisch, mhm. über ein Riesenhindernis rübergesprungen mhm. ist. Du kannst es schaffen, wenn du nur willst. Was hältst du davon? Ja und nein. Also grundsätzlich ja, theoretisch ja, praktisch hängt das natürlich ganz viel damit zusammen, wie du sozialisiert bist. Ne? So, es gibt einfach, also wir werden alle mit den gleichen Chancen geboren, das ist so. Ne? So, wenn wir, sagen wir mal, eine normale Intelligenz haben, ne? So, und normale Begabungen mitbekommen, dann werden wir alle mit den gleichen Chancen geboren. Und da hört es dann schon auf. Weil in dem Moment, wo wir wo wir noch im Krankenhaus sind. Ne? Also wir bekommen andere Klamotten angezogen, wir bekommen vielleicht nicht die gleiche Qualität der Muttermilch, ne? Je nachdem, wie Mama sich ernährt, ob wir überhaupt Muttermilch bekommen, wie viel Liebe wir bekommen und. Da geht's schon los, da trennt sich das komplett. Da geht das los, dass die Genlotterie eigentlich gar nicht mehr zählt, sondern dann zählt das, wie wir aufgewachsen sind, also ne, wie wir, welches, in welchem Umfeld wir groß geworden sind, welche Peergroups wir haben und. Und wenn wir in einer, sage ich mal, nicht so privilegierten Gesellschaftsschicht aufwachsen oder aufgewachsen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass wir alles schaffen können, was wir wollen. Ne, so, ich komme aus einer Gesellschaftsschicht, wo man sagen kann, ja, das stimmt. Ne, so, wobei aber auch die Mittelschicht mittlerweile oder auch die gehobene Mittelschicht schon auch eine gläserne Decke eingezogen hat, weil die
Schicht, die ganz oben praktisch steht, schon auch ein sehr geschlossenes System hat, was Schulen anbelangt, ne, sowas, was Ausbildung anbelangt, wo man ganz schwer einfach von außen nur noch reinkommt. Also die Schere geht immer weiter auf und es wird immer unwahrscheinlicher, dass man alles schaffen kann, was man will. Wir haben ja auch nun schon sehr viel darüber gesprochen, dass eben diese soziale Integration, dass die einfach so wichtig ist, ne, das Miteinander. Was hat das mit unserer Berufswelt oder auch mit den Menschen gemacht, dass wir in der Corona-Zeit auf einmal diesen Begriff systemrelevant hatten? Naja, es ist natürlich nicht so lustig, dass du auf einmal nicht mehr systemrelevant bist. Ne? Also so, wir beide waren ja auf einmal nicht mehr systemrelevant. Ne? So Coaching und Trainings und diese ganzen Geschichten waren dann ja nur noch systemrelevant, wenn es darum ging, ach so, wir müssen jetzt mit Zoom umgehen und wie kommunizieren wir denn damit? Ne? So, wie machen wir das denn und wie kann man denn auf Distanz führen? Aber ansonsten war, ist ja alles andere, ist ja dann mal ganz schnell weggefallen. Natürlich macht das was mit einem. Ne? So, dann denkst du, dann sitzt du da erstmal und denkst, ach so, ich bin nicht systemrelevant. Ja, Mensch, krass. Ne? So, das kann, je nachdem, wie du gerade drauf bist, also ne, wo deine Lebensphase gerade ist, kann das ganz schnell abfallen und in eine schwere Depression führen. Na klar. Auf der anderen Seite kann es aber auch, ist es aber auch umgekehrt genauso frustrierend, systemrelevant zu sein und dann wird geklatscht 3 Wochen lang und dann passiert nichts mehr. Ist genauso frustrierend. Ne? So da erzeugt Sprache auf einmal eine Realität oder löst etwas aus, was es eigentlich gar nicht sollte. Ne? So, da müssen wir dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr darüber nachdenken, wie wir Sachen benennen. Ja, systemrelevant. Vor allen Dingen, als ich eben, haben wir uns auch schon darüber unterhalten, als ich mitbekommen habe, wie die Leute eben auch in dieser ganzen Pandemiezeit miteinander geredet haben, habe ich gedacht, ich melde mich mal kurz, ich glaube, ich bin total systemrelevant gerade. Ich glaube, es ist gerade nicht gesund, wie wir miteinander reden, aber schön, dass ich gerade nicht systemrelevant bin. Ja, ja, ja. Das ist schon spannend. Ich habe früher nie, also wirklich saß im Garten und dachte so, was, ich bin nicht mehr systemrelevant. Ja, ja, klar. Also das sind so, da arbeitest du den Ruf auf und bist auf einmal, ja, bekommst so einen Stempel aufgedrückt. Ja, ja, klar. Also das ist schon ein großes Thema. Und wenn wir schon, also ne, wenn wir bei Anerkennung und Zugehörigkeit sind, Anerkennung und Wertschätzung gehört ja direkt zusammen. Und das heißt also, dir wird auf einmal die gesamte Anerkennung entzogen und auch Zugehörigkeit entzogen. Weil du, wenn du nicht systemrelevant bist, gehörst du ja nicht ins System, nicht in die Gesellschaft. Also so, das sind Begriffe, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, ob ich die so verwenden würde. Und ich gucke auch, ich glaube auch seit Corona auch ein bisschen skeptischer auf Kolleginnen und Kollegen aus der Presse. Einfach, weil da wirklich mal ein bisschen, würde ich mir wünschen, mehr drüber nachgedacht werden darf, wie man Dinge benennt. Also und mal vielleicht wieder ein bisschen von den Clickbaits wieder da mal ein bisschen wieder zurückrudert. Ja, so ein paar Begriffe einfach vielleicht mal doch nochmal wieder hinterfragen. Ne? Genau. Also, dass ich auch mal einen Blick durch eine andere Brille zulassen darf. Ja. Ja? Und nicht so, oh nee, darauf haben wir uns geeinigt, das ist jetzt der Inbegriff von Solidarität. Ja. Damit sind wir jetzt die Guten und damit, ich will jetzt überhaupt niemanden angreifen, aber trotzdem, nicht und trotzdem, sondern. Und gleichzeitig fand ich die Wortwahl schwierig und ich hätte mir eben gewünscht, gerade so von der Presse eben, dass da auf die Wortwahl ein bisschen mehr geachtet wird. Ja. Und da habe ich eben auch mich mit Marie-Therese Braun drüber unterhalten, dass sie eben auch, sie arbeitet sehr viel auch mit diesen Werten, dass sie eben sagt, naja, wenn die Leute eben denken, dass sie die richtigen Werte haben und die guten Werte haben, als ob es schlechte Werte geben würde, aber das sind ja die richtigen Werte, dann wird auch häufig nicht mehr so wertschätzend miteinander gesprochen. Ich sage, also gerade dieses Werte-Ding, das kann schon mal ordentlich Konflikte auch auslösen. Ja, klar. Vor allen Dingen, also wie gesagt, was du auch sagst, ne, so, es gibt keine guten oder schlechten Werte, es gibt nur Werte. Und wertschätzend heißt, Werte zu schätzen, egal ob es mein Wert ist oder nicht. Ja. Ne, so, mein großes Beispiel ist in dem Zusammenhang immer, mein Top-Wert ist Freiheit. So, das ist halt so. Und es gibt aber ganz viele Menschen, die ich sehr, sehr schätze, deren Top-Wert ist Sicherheit. Und das eine ist nicht besser als das andere. Oder die Sachen, die ich deswegen mache, sind nicht besser als die Sachen oder schlechter als die Sachen, die
eben Menschen machen, die den Top-Wert Sicherheit haben. Mhm. Das hat alles seine Berechtigung und das ist alles völlig in Ordnung so. Und es ist auch gut so, dass es nicht nur diese eine Sache gibt, weil ansonsten hätten wir gar kein System. Mhm. Aber genau das wurde von der Presse eben immer mal wieder gesagt, so von wegen, dem ist die Freiheit wichtiger, als dass wir doch jetzt alle sicher sind. Und ich so denke, ja. Also zum Beispiel. Und ich sage jetzt nicht, dass die eine Person Recht hat, die andere Person Unrecht hat. Beides existiert. Und wir können nicht einfach die Solidarität oder die Sicherheit oder sowas als besseren Wert hinstellen. Ja. Das finde ich sehr schön. Darüber habe ich so noch nicht nachgedacht. Wertschätzen bedeutet, alle Werte zu schätzen. Das finde ich eine ganz großartige Aussage von dir. Das ist toll. Ja, weil es ist halt so, ne, so auch, ich habe das auch so beobachtet, ne, so ich bin die ganze Zeit, ich war mit allem konform, mit den Corona-Maßnahmen, es war für mich alles in Ordnung, auch das Impfen, Maske tragen und es war für mich in Ordnung. Ich konnte das verstehen, aber wie da vorgegangen worden ist, also eben auch gerade in der Öffentlichkeit, das fand ich nicht in Ordnung, weil am Anfang wurden Leute fast ja gelyncht, die nachher auf einmal, ach so, ja, nö, das können wir ja jetzt auch ein bisschen differenziert sehen und dem könnten wir dann vielleicht auch mal zuhören. Und wenn ich mir das jetzt alles angucke, was für ein Bohai am Anfang gemacht worden ist, um Dinge, wo man aufeinander losgegangen ist, die heute völlig irrelevant zu sein scheinen, ne? So, weil man jetzt auch einen Umgang damit gelernt hat, weil keiner wusste, was richtig ist und, dann denke ich mir, ey, könnten wir nicht beim nächsten Mal von Anfang an ein bisschen differenzierter sein? Das wär doch gut, oder? Das wäre doch eine Idee. Ne? So, man könnte das doch einmal für sich jetzt aufarbeiten, einmal zurückgucken und sagen, ja komm, da waren wir jetzt vielleicht nicht ganz so klug. Okay, ne? Aber beim nächsten Mal machen wir es anders. Nö, es ist Business as usual, da wird nicht zurückgeguckt, da wird auch nicht einmal überlegt, Nee. Erstaunlich. Ja, es ist wirklich erstaunlich. Ne? Du sprichst ja nun sehr, sehr viel über Jobfrust. Ja. Was hältst du denn von dem bedingungslosen Grundeinkommen? Sehr viel. Bin ich eine super Befürworterin und ich halte es da auch mit Richard David Precht. Ich glaube, dass wenn Menschen sich keine Gedanken mehr um Geld machen müssten, würden zum Beispiel Jobs wie in der Pflege oder im Handwerk, die würden ganz anders besetzt werden. Vielleicht nicht mit Vollzeitarbeitskräften oder wahrscheinlich nicht. Aber ne, so wie du und ich, wir würden dann vielleicht auch sagen, so, ach komm, dann gehe ich 2 Tage in die Pflege. Wenn ich mir sonst mich keine Gedanken machen muss, dann mache ich 2 Tage mache ich Pflege, Handwerk würde ich nicht machen und ansonsten schreibe ich und mach meinen anderen Kram. Aber so das, was ich für den reinen Broterwerb noch macht, das würde ich wegfallen lassen. Aber dafür würde ich dann 2 Tage in die Pflege gehen. Und dann hätten wir, das würde sich alles ändern. Natürlich hätten wir nicht mehr dieses Arbeitssystem, was wir jetzt haben. Diese, ne, so jeder arbeitet 5 Tage die Woche, 40 Stunden. Das würden wir nicht mehr haben. Wir würden sowas haben wie, ganz viele Menschen würden 2 Tage oder 3 Tage die Woche irgendwo arbeiten gehen. Aber in Jobs, die vielleicht ganz andere wären. Aber meinst du, dass sich das jemals durchsetzen wird, wo uns doch Status hier in Deutschland, so scheint es mir zumindest, recht wichtig ist? So nach dem Motto, ich verdiene mehr als du? Ich glaube, es ist eine Entwicklung. Ich glaube, dass sich das langsam entwickelt. Ähnlich wie das Gendern bei jungen Menschen völlig normal ist. Die machen das einfach, das haben die so gelernt. In unserer Generation diskutieren wir da noch ordentlich drüber. Ich glaube, das ist eine Entwicklung. Und ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, der wir irgendwann ins Auge gucken müssen, weil unser Rentensystem ist völlig marode. Also, ne? Und bei der Idee, die Christian Lindner hat, das an den Kapitalmärkten anzulegen, wird mir sehr schlecht. Ich komme aus der Finanzdienstleistung, ich komme da aus dem Krisenmanagement. Ich weiß, was da passiert und ich weiß, das sind immer Wetten. Und ich finde es sehr, sehr bedenklich, wenn ein Finanzminister sagt, ja, lass mal wetten mit der Rentenkasse. Finde ich nicht so super. Also erstmal das Rentensystem, das werden wir irgendwann überdenken müssen, komplett. Und wir werden auch das System überdenken müssen, was Arbeitslosigkeit anbelangt. Denn durch die Digitalisierung, wir sind da noch nicht, aber das wird immer schneller und immer schneller gehen. Wir sehen das im Finanzdienstleistungssektor schon sehr krass, werden ganz viele hochqualifizierte BWL-Jobs wegfallen. Es werden ganz viele
hochqualifizierte Juristenjobs wegfallen. Das brauchen wir alles nicht mehr. Ne? So, weil das alles automatisiert werden kann. Unser gesamtes Verwaltungssystem in Deutschland, das haben wir noch, weil man sich gerne selbst verwaltet. Aber das brauchen wir theoretisch nicht mehr. Und was machen wir denn mit den ganzen Menschen? Dieses Verwaltungssystem wird aufrechterhalten, weil wir wissen, wo sollen die denn hin? Ne? So, und deswegen verwalten wir uns halt ganz gerne selbst. Und wenn wir uns überlegen, diese ganzen hochqualifizierten Jobs fallen weg, was machen wir denn mit den ganzen Leuten? Aber also ich eben nicht, aber ja. Und das wird ja innerhalb der nächsten 10 Jahre passieren. Also, ne, weil die Digitalisierung ist ja keine lineare Entwicklung. Ja. Ich frage mich halt gerade, wo ich beim Aber eben gerade einhaken wollte. Ich frage mich gerade, wenn du gerade so einen hochqualifizierten Job, der ja hohen Status hat, was wir eingangs ja schon gesagt haben, und auf einmal lande ich dann bei einem bedingungslosen Grundeinkommen, was ja dann deutlich unter dem liegt, was ich eben vorher bekommen habe. Ja. Kommen die damit klar? Sind wir schon so weit? Nee, also nein. Also wenn wir jetzt einen Cut machen würden und das umswitchen würden, nein, die Gesellschaft ist nicht so weit. Entweder wird es eine langsame Entwicklung geben oder es wird einen harten Cut geben und irgendwann eine Arbeitslosenschwemme, gerade in den hochqualifizierten Jobs. Und ich meine, arbeitslos zu sein, ist auch nicht toll. Ne? Nee. Das ist, also, und das hat auch keinen sehr, sehr, sehr großen Stellenwert. Und wenn ich mir dann überlege, ich muss gar nicht mir so viel Gedanken machen, sondern ne, so ein bedingungsloses Grundeinkommen, da redet man, wenn es gut gemacht sein soll, zwischen 1.500 und 2.000 Euro im Monat. Davon redet man. Und wenn ich diese 2.000 Euro im Monat habe und ich weiß das, dann habe ich erstmal schon verhältnismäßig wenig Stress und kann sofort irgendwo zwischendurch erstmal schon mal jobben gehen, um aufzustocken, weil dann stocke ich ja auf. Hm. Und wenn das der Fall ist, dann kann das natürlich auch sein, dass ich sage, ach so, ja Mensch, ne, so hier der Job, den finde ich ganz gut und ich komme ja doch ganz gut aus. Und meine Freunde finden das jetzt auch alle nicht so dramatisch. Dann kann das sein, dass sich mein Leben ändert. Mhm. Aber das Leben wird sich ändern, so oder so, wenn ich den Job verliere. Ja, und absolut. Keinen neuen finde, weil es ist dann ja in diesen Bereichen nicht mehr so, dass da Jobs gesucht werden. Und wir können die nicht alle zu IT-Lern umschulen, das geht gar nicht. Hm. Ja, ja. Na, also IT ist ein anderer Bereich, aber da werden nicht alle Fuß fassen können. Ja, also es ist wirklich, der Handwerk sucht händeringend nach Leuten und die Leute wollen das nicht, nach dem Motto, ist nicht angesehen genug. Genau. Da haben wir das wieder. Und gleichzeitig, also auch so in der Gesamtschule, da sind teilweise weniger Schüler, im Gymnasium viel, viel mehr, weil ja alle studieren wollen. Nur wo sollen die alle hin? Ja, ja. Ja, ja. Also das ist eine spannende Frage. Und dann gibt es eben, auch noch so ein paar Fächer. Ich sehe das halt auch gerade an meinem Sohn, der macht jetzt Abitur und wird auch studieren, weil der hat einfach wahnsinnig gute Noten. Warum, weiß ich nicht, ist so. Der will zum Beispiel Chemie und Mathe studieren. Also, ne, und das will niemand studieren. Weil zum einen ist es natürlich schwer, ne, also es sind schon schwierige Fächer. Aber auch die, die es gut können, die gehen in die IT oder sonst irgendwo hin. Aber ne, so, wenn du in die Forschung nachher gehst, in der Pharmaindustrie oder sonst irgendwo, dann brauchst du das. Mhm. Also auch da wieder, ne, so da sind zum Beispiel wieder Bereiche, die werden gar nicht besetzt. Eben weil andere Berufe so viel mehr Ansehen haben. Und das ist, ja. Also bei dem bedingungslosen Grundeinkommen, da hake ich persönlich noch so ein bisschen, weil ich mir unsicher bin, ob die Rente sicher ist. Die gesetzliche Rente. Naja, also da das bin ich mir noch. Grundeinkommen wäre ja auch für die Rentner entsprechend. Also so das. Ja, genau, aber wenn schon die Rente für mich, wenn ich schon da hake und mich frage, ob die wohl sicher ist, dann frage ich mich, kriegt Deutschland, unsere Regierung, das hin mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, dass es wirklich sicher ist. Ich bin ja abhängig. Naja. Was ist, wenn dort zwar die Diäten von den Politikern erhöht werden, aber eben Hartz IV nicht um die Inflationsrate erhöht wird? Da hake ich einfach und da wären wir in Anführungsstrichen abhängig. Ja, das stimmt. Also so das ist natürlich eine Abhängigkeit,
wenn du trotzdem nebenher arbeitest, eben wieder nicht, weil das kannst du ja auch dann aufstocken. Ja. Also das ist das eine. Und das andere ist, wir brauchen natürlich eine ganz andere Finanzierung. Ne? So wie es jetzt finanziert wird, im Moment besteuern wir Arbeit. Das heißt, wir besteuern die Menschen, die arbeiten oder auch Firmen, wo Arbeitsleistung gebracht wird, also eine menschliche Arbeitsleistung. Und das ist ja überhaupt nicht mehr konform mit der unternehmerischen oder mit der wirtschaftlichen Realität. Mhm. Weil die meiste Arbeitsleistung erbringen heute Maschinen in irgendeiner Form. Seien es Computer oder seien es bei VW am Band Maschinen. Wenn wir jetzt aber die Arbeitsleistung der Maschinen besteuern würden, würde das alles ganz anders aussehen. Gibt es da Gedanken dazu? Ja, gibt es. Also so, da gibt es einige Gedanken zu. Das muss man sich aber trauen. Und das ist natürlich eine... Also so Berechnungen gibt es dazu, dass das funktionieren könnte. Oder ne, so, dass zum Beispiel auch Firmen wie Facebook, Amazon und wie sie nicht alle heißen, da Steuern zahlen müssen, wo sie anfallen. Das muss ich ja nur sagen als Staat. Ne? Ja. So, ich muss ja nur sagen, ach so, nee, du kannst nicht mehr in Irland besteuert werden. Du wirst schön hier besteuert, wo deine Umsätze anfallen. Ja. Und es ist ja Quatsch, dann zu behaupten, ja, dann gehen die Firmen. Die gehen doch nicht. Für Amazon ist Deutschland einer der größten Märkte. Da gehe ich doch nicht raus, nur weil ich einen Teil abgeben muss von meinem Gewinn. Ja. Es ist ja nicht so, dass wir denen den Gewinn wegnehmen, sondern es wird ja nur ein Teil des Gewinns abgeschöpft, sozusagen. Diese Diskussion gibt es ja schon sehr, sehr lange, dass ja. Starbucks und so weiter und so fort, ja, dass die und, halt hier, aber ja. ich hab bisher noch eben ja. nicht mitbekommen, dass es sich wirklich ändert. Aber meinst du, Nein. dass es wirklich kommt, dass das... Ich weiß es nicht. Also so das Thema oder was halt schwierig ist an dieser ganzen Geschichte ist, dass die Lobbyverbände der Unternehmen oder auch der großen Unternehmen sehr stark in der Politik halt auch vertreten sind in irgendeiner Form. Und der Durchschnittsbürger, der gerne ein bedingungsloses Grundeinkommen und eine sichere Rente gerne hätte, ist jetzt nicht so doll vertreten, außer immer mal an der Wahlurne. Und wenn da gesagt wird, ja, ist ja sicher, ist alles in Ordnung und das, was du machst, ist super, das reicht ja in der Regel schon. Also so, es braucht schon eine wahnsinnig große Anstrengung, sowohl politisch als auch in der Aufklärungsarbeit innerhalb der Gesellschaft. Weil noch ist das bedingungslose Grundeinkommen bei vielen ja auch das was für Faule. Also und das ist ja gar nicht so. Mhm. Und ne, so, da fehlt es noch sehr viel an Aufklärungsarbeit einfach. Um zum Beispiel auch unseren Job sinnvoller zu machen. Mhm. Was hältst du von so einer Idee, wenn du zum Beispiel sagst oder ich sage, ich biete ein Seminar an und die Leute zahlen das, was es ihnen wert ist? Mhm. Ich glaube, da haben ganz viele, ich glaube, ich hätte auch den Respekt, dass dann eben alle sagen, ja, das war super, aber mehr als 100 Euro kann ich nicht bezahlen, auch wenn das Seminar vielleicht theoretisch ich es vorher für 2000 Euro angeboten habe. Mhm. Und manche würden eben gar nichts und so weiter. Und gleichzeitig reizt mich diese Idee. Glaubst du, sowas wird sich auch durchsetzen? Also es gibt da ja schon einige Kolleginnen und Kollegen, die sowas auch machen und auch immer mal wieder ausprobieren und damit gute Erfahrungen machen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so viel sinnvoller finde. Also so für mich ist es eher so, ich mache hin und wieder also Coachings oder auch Seminare, wenn die Leute sagen, so, oh, das kann ich mir nicht leisten. Ne? So, ich mache das und das oder ich verdiene das und das. Dann sage ich, ja, dann komm, ist egal. Also ne, ich gebe den Platz dann auch so raus, zum Beispiel. Ne? So solche Sachen mache ich. Und ich weiß nicht, ob das den Job so viel sinnvoller macht für mich jetzt. Ne? So, weil sowohl die einen als auch die anderen das brauchen. Mhm. Ne? So, das ist das eine. Und die Frage ist eben, wie ich das gestalte. Ne? So, ob ich einmal sage, okay, einmal im halben Jahr mache ich ein Seminar, da vergebe ich die Plätze kostenlos zum Beispiel. Also so nur mit Unkostenbeitrag. Und das kann man machen. Und dann kann man mal gucken, ob das den Sinn für uns jetzt so weit nach oben schraubt. Also ich mache es halt, wie gesagt, oder ich habe es sehr, sehr, sehr viel gemacht, gerade bei meinen offenen Seminaren. Immer wenn noch Plätze frei waren, habe ich gesagt, so, guck mal, ich habe zum Selbstkostenpreis noch Plätze offen. Wer will, also hatte auch richtig eine Liste dafür und die mussten sich einfach nur melden. Mhm. Und das ging immer sehr gut. Mhm. Also ich habe es jetzt bei meinen aktuellen Seminaren hatte ich so gemacht, dass ich jeweils 2 Stipendiumsplätze vergeben ja, habe. Ja, genau. Sowas, ne? Ja. Ich habe es einfach mich so gefragt, ob das vielleicht so ein Weg sein könnte, dass jeder so das zahlt. Andererseits habe ich eben auch, aber das ist natürlich die alte Denke, früher noch gelernt, so du definierst ja deine Qualität.
Ja. Über den Preis. Ja, bist du eine gute Rednerin? Mhm. Geht es bei 4.000 Euro los oder bei 5.000 Euro pro Vortrag? Mhm. Ansonsten bist du eine schlechte Rednerin, eine Anfängerin, wie auch immer. Ja. Und ebenso eben auch beim Seminarpreis. Mhm. Also deswegen ja viel damit gearbeitet wird. Normalerweise nehme ich das, aber gut, bei dir komme ich jetzt entgegen. Dann denken die, oh, tolle Qualität. Ja, ne? Genau. Mhm. Aber ich kriege es jetzt zu einem Preis, wo ich es mir auch leisten kann. Ja, ja. Meinst du, das wird sich auch ändern, dass wir nicht mehr so die Qualität an dem Preis festmachen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob sich das irgendwann ändert. Da müsste sich wahrscheinlich auch was am Status des Geldes an sich ändern. Ne? Also so, weil wir ja auch viel über Preis auch einen Status auch generieren. Mhm. Ne? Das heißt also, wer sich einen Porsche leisten kann, ne, so ist auch gleichzeitig erfolgreich. Und es wird ja ganz viel, auch gerade in unserer Industrie, gesagt, so nein, und wir definieren Erfolg neu und. Und ich sehe kleine Bewegungen, dass das sich ändert. Mhm. Ne, so, und auch gerade bei den jüngeren Leuten. Die haben gar nicht mehr so viel Interesse an großen Autos zum Beispiel oder überhaupt am Führerschein. Ne? Also so mein Sohn sagt so, nö, ich brauche keinen Führerschein, ich kann auch Bahn fahren. Also während ich mit 18 so, ja, Führerschein. Oh, oh. Ne? So, das ist bei dem überhaupt nicht so. Also so, da ändert sich ganz, ganz viel. Und auch dieses haben wollen, ne? So tolle Klamotten haben wollen und solche Geschichten. Das gibt es immer noch, na klar. Aber ich sehe, dass sich das in vielen kleinen Gruppen ändert. Oder auch ein Haus besitzen wollen und einen großen Garten und, ne, und so. Das ändert sich. Ne? So viele Leute schrauben zurück und sagen so, nee, lieber die kleine Wohnung und also das Besitz einen auch besitzt. Mhm. Ne? Und das ändert sich, weil es gibt einen schönen Spruch, gehabt zu haben, befreit vom Haben wollen. Weil wir hatten das jetzt alles schon und müssen das alles nicht mehr haben wollen. Und jetzt spanne ich den Bogen zum Geld, dann wird Geld auch unwichtiger. Und auch, wie viel man hat. Und wir kommen ja aber aus einer Zeit, beziehungsweise unsere Eltern kommen ja aus einer Zeit des Mangels. Und wir haben das ja auch irgendwie immer alles noch mitgekriegt und, ne, so, und sind so erzogen worden, mehr ist gut oder viel hilft viel. Und, ne, so inzwischen, unsere Kinder oder auch die jüngeren Generationen, die kommen aus dieser Welt, wo alles da ist oder alles da war. Ne? Zumindest in der breiten Mittelschicht und in der Oberschicht, da ist das gar nicht mehr so wichtig. Mhm. Ne? Also, und da entwickelt sich was. Also so gerade so in der Mittelschicht. In der Oberschicht, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so, kann ich auch nicht so beurteilen. Ne? So, da gucke ich immer nur mal so über den Zaun rein, das weiß ich nicht so genau. Aber so in der oberen Mittelschicht oder in der Mittelschicht ist es durchaus so, dass viele sagen, so, ne, brauche ich gar nicht. Mhm. Muss ja nicht sein. Wieso? Nö, ich brauche nicht die große Wohnung, muss ich putzen. Hm, habe ich keine Lust so. Ja. Ja, oder großer Garten, viel Arbeit. Ja, ne? Also, genau. Ja. Jetzt haben wir schon 52 Minuten, 53 das Minuten. Ist verrückt. Ja, ich darf mich schon wieder beeilen. Ja? Es geht ja in deinem Buch auch stark eben über Jobfrust. Ja. Wie kann ich denn meinen Traumjob finden? Gibt es da Tipps? Naja, also es gibt einen Tipp, der meines Erachtens auch immer zu kurz kommt. Mach, was dir Spaß macht. Also ne, diese Sinnsuche, die erdrückt so den Spaß und die Freude. Das, was ich gut kann, das macht mir ja in der Regel auch Spaß, weil es geht mir leicht von der Hand und es macht mir Freude. Überleg dir mal, was dir Freude macht. Und guck da mal hin, also so da mal hinzugehen und wirklich aufs Team zu achten. Ne, und so Team ist, damit steht und fällt es. Du kannst noch so viel Freude an deinem Tun haben oder an dem, was du machst, wenn Vorgesetzte blöd sind und wenn das Team irgendwie lahm oder, weiß ich nicht, nicht so nett ist, macht das alles keinen Sinn. Hm. Was hilft denn gegen Jobfrust im ersten Schritt? Also was sind so die ersten Schritte, wenn ich merke, ich bin wirklich frustriert, brauche ich jetzt gleich den neuen Job? Oder also was sind so die ersten Schritte, die du machst, wenn du jemanden im Coaching hast? Naja, also ich sag mal, wenn wir frustriert sind, dann fallen wir ja in so einen Confirmation Bias, also in diese Bestätigungstendenz. Das heißt, das ist ein ganz normaler psychologischer Effekt. Wir haben eine These aufgestellt, die heißt, mein Job ist doof. Und dann geht unser Gehirn hin und sucht alles raus,
warum der Job doof ist und lenkt unsere Aufmerksamkeit da drauf. Also unser Gehirn ist sowas wie eine Wunscherfüllungsmaschine. Das heißt, ich finde meinen Job doof. Alles klar, sagt das Gehirn. Habe ich Belege für, zeige ich dir. Und dann blenden wir ganz schnell die Sachen, die alle gut sind, aus. Und deswegen halte ich sehr, sehr viel von diesen Positiv-Tagebüchern. Das heißt, morgens 3 Sachen aufschreiben, auf die ich mich heute freue im Job. Und es muss gar nicht die große Aufgabe sein oder sonst irgendwas. Das kann der Schnack an der Kaffeemaschine sein mit meiner Lieblingskollegin. So 3 Sachen, auf die ich mich heute freue. Und abends schreibe ich 3 Sachen auf, die gut waren. Und auch das können ganz kleine Dinge sein. Und wenn ich das mal einen Monat durchgehalten habe, dann bin ich aus diesem Confirmation Bias, aus diesem Denkfehler, komme ich wieder raus. Und dann kann ich auch wieder auf gute Sachen gucken. Und langsam größer werden. So langsam vom Schnack an der Kaffeemaschine hin zu, guck mal hier, ich habe eigentlich gerade eine richtig geile Aufgabe, auf die ich wirklich Bock habe. Und mal gucken, ob ich die gelöst kriege. Also morgens schreibe ich 3 Dinge auf die ich mich freue beim Job. Genau. Kann das ein Satz sein? Muss es eine DIN-A4-Seite sein? Ein Satz kann aber auch mehr sein, je nachdem. Genau. Also keine Vorgaben. Wie man selber so veranlagt ist. Ja. Also mein Mann würde einen Satz schreiben, ich eine DIN-A4-Seite. Also so, wie man so drauf ist, auch gerade morgens. Ja. Und abends dann zurückblickend, was heute schön war, genau, im Job. Genau. Also im Prinzip so ein Dankbarkeitstagebuch, genau, einmal nach vorne gerichtet, einmal nach hinten gerichtet. Genau. Und das mal einen Monat durchziehen oder vielleicht auch mal so 3 Monate durchziehen, das ändert die Perspektive ungemein. Das ist letztendlich, ist es ja ein Dankbarkeitstagebuch. Ne? So, das ist das, also man kann das auch aufs ganze Leben beziehen. Ne? So, und das Machen wird auch gemacht in der Psychologie, wenn du in der Therapie bist. Das also wird allen depressiven Patientinnen und Patienten wird das empfohlen. Ne? So, schreiben Sie ein Tagebuch, worauf freue ich mich heute, was geht heute oder warum geht es nicht. Und schreiben Sie abends auf, was können Sie, was haben Sie geschafft, was war gut. Und das ist ein Stück weit abgewandelt aus diesem therapeutischen Bereich. Und es funktioniert wahnsinnig gut. Es ist ja wirklich faszinierend. Das ist so eine Kleinigkeit. Und ich ertappe mich auch immer mal wieder, dass ich so denke, so eine Kleinigkeit, was soll die schon bringen? Mhm. Und gleichzeitig gibt es ja schon einige Studien dazu, was es bewirkt, wenn jemand, der auch depressiv ist, das nur, ich glaube, 3 Monate macht, dass es irgendwie ein Jahr vorhält. Mhm. Es ist der Wahnsinn. Ja, ja. Also Depression muss man immer vorsichtig sagen. Ja, natürlich, weil, ne? Nicht jeder Depressive sagt, also ich möchte jetzt nicht jedem, der depressiv ist, sagt, mach einfach mal ein Tangeltagesbuch. Und dann geht das schon. Und dann geht alles gut. Genau. Nee, ich brauche schon noch die Therapie eventuell oder nicht jeder. Ich meine jetzt einfach nur, dass es eine deutliche Verbesserung bringt. Es hat einen wahnsinnigen Effekt. Also ich mache das auch immer mal wieder. Ich habe das eine Zeit lang ganz stringent mal durchgezogen, über ein Jahr. Und für mich ist es heute nur noch, ich lege mich abends ins Bett und dann so hake ich meine 3 Punkte für morgen ab und hake nochmal ab, auch für heute, was war heute gut, die 3 Punkte, morgens stehe ich auf. Und dann, ich brauche die 3 Punkte nicht mehr, weil das habe ich abends dann auch schon gemacht und stehe dann morgens auf und renne dann gleich in diese Richtung. Mhm. So, ne? Und das funktioniert wahnsinnig gut. Mhm. Mhm. Am Anfang, glaube ich, einfach machen. Ne? Wenn jemand in einem Loch drin ist oder gerade in so einem Jobfrust eben drin ist, dann ist doch alles scheiße. Ja, ist ja so. Und was soll ich jetzt hier, worauf soll ich mich jetzt freuen und alles ist doof. Und dann, glaube ich, fehlt manchmal der Glaube daran, dass es helfen könnte. Genau. Und dann machen wir es eben einfach nur und dann kommt irgendwann, weil ich glaube, dann kreisen wir uns runter, genau mit diesem Denkfehler, den du gesagt hast. Ne? Morgen schon gleich ans Handy und oh Gott, scheiße, das muss ich machen. Ertappe ich auch mich bei, wenn ich morgens in dem Bett liege und dann durchgehe gedanklich, ach, das. Die einzelnen Punkte habe ich Spaß dran, aber an der Masse, wie soll ich es heute schaffen? Genau so. Und dann möchte ich am liebsten im Bett liegen bleiben und sagen, ich streik heute. Ich habe Corona. Ja. Ich bin positiv getestet. Und ich merke, da lachen wir natürlich nicht über diejenigen, die jetzt gerade Corona haben, aber eben einfach dieses am liebsten Auszeit, am liebsten eben nicht. Ja. Und ich merke, ich weiß dann selbst natürlich, dass es gerade total bescheuert ist. Und gleichzeitig, wenn ich in so einem tiefen Tal bin, merke ich, dass ich mich wirklich anstrengen darf, um diese Tipps dann auch umzusetzen, weil sie am Anfang keinen Spaß machen, keinen Effekt haben, noch nicht. Es dauert ein bisschen. Also auch beim Jobfrust eben dann
Geduld haben und erst mal mit dieser umgewandelten Form von diesem Dankbarkeitstagebuch eben anfangen. Na klar, es ist halt, es ist ja eine Form der Gewohnheit. Wir haben ja Denkgewohnheiten und wir müssen oder wir dürfen dann eine Gewohnheit ändern. Mhm. Und Gewohnheiten zu ändern ist ähnlich wie Essensgewohnheiten ändern, Sportgewohnheiten ändern. Und Denkgewohnheiten, genau das Gleiche. Mhm. Ja, und ich habe mich auch früher ganz häufig dabei ertappt und ganz selten ertappe ich mich jetzt auch noch dabei, dass ich so denke, ach, wenn im Außen sich irgendwas ändert, dann wird es besser. Weil es so leicht ist zu denken. Es ist so leicht, wenn ich denke, wenn ich das jetzt mache, dann. Und im Endeffekt ist es ja Quatsch, weil ich natürlich weiß, dass ich mich mitnehme und dass es bei mir losgeht. Daher hat das mit dem Jobfrust ja auch viel zu tun, eben sich zu fragen, wird es mit dem nächsten Job dann wirklich besser und kann ich nicht bei mir schon mal anfangen? Und da sage ich nicht, jeder kann alles erreichen und jeder kann mit Om, Om, Om und Meditieren ganz viel erreichen. Manche ja, manche nein. Und gleichzeitig ist es eben diese innere Haltung. Ne? Klar, also so ist es alles. Ne? Wir leben ja in einem wahnsinnig komplexen System. So, das ist ja, also was wir an sozialem Schach spielen, das ist ja unglaublich, wie viele Züge wir gleichzeitig machen und andere auch gleichzeitig machen und. Und es gibt immer nur eine kleine Stellschraube, an der ich drehen kann und das bin ich selber. Und das ist die erste Stellschraube. Natürlich kann ich nachher auch etwas verändern, dass sich das Außen ändert. Wenn ich merke, ach so, ja, nee, es sind wirklich die äußeren Umstände, die doof sind. Dann kann ich natürlich das auch ändern. Dann ändere ich diese Umstände. Aber das ändere ich ja. Auch dann bin ich es. Wenn ich mich entscheide, einen Job neu zu suchen, ändere ich meine Umstände. Und dann kann alles besser werden. Na klar. Aber ich kann natürlich auch erstmal klein anfangen. Und das rate ich wirklich allen. Immer erstmal gucken, ah, okay, bin ich hier in der Denkfalle drin? Das als erstes mal abzuchecken. Mhm. Und wenn das Ergebnis ist, ja, ich bin in der Denkfalle, ja wunderbar, dann muss ich da ja nur raus. Das, also nur in Anführungszeichen. Mhm. Und wenn das Ergebnis ist, nee, ist keine Denkfalle, ist wirklich blöd, dann kann ich es doch ändern. Super. Mhm. Mhm. Ich habe auch, wenn ich mich mit Maike Vandenboom unterhalten habe, die diese Glücksbücher schreibt, die Glücksforschung betreibt, sie sagt, dass in den Glücksländern, natürlich nicht in allen, aber in einigen, die Leute viel häufiger ihren Job wechseln. Ja. Also, dass da einfach so ein Arzt auf einmal in Kanada sagt, ich mache eine Pommesbude auf. Ich finde das so geil, das Beispiel. Als ich das in ihr Buch, Wohin geht's denn hier zum Glück, gelesen habe, dachte ich so, in Deutschland würden die sich an den Kopf fassen und sagen, was, Chirurgen, du machst eine Pommesbude auf? Und sie hatte eben da in dem Buch stand dann drin, die Freunde und Kollegen von denen haben gesagt, super, ich mag Pommes, ich komme zu deiner Pommesbude. Ja. Das finde ich schon so cool. Und hier hat es auch was damit, also auch Status, wo man denkt, boah, das, seit 43 Jahren im selben Job und im selben Unternehmen, das hat was. Und, und wieso sollte ich denn wechseln? Also viel Sicherheit auch bei manchen Menschen. Und ich glaube eben, es wird uns vielleicht ganz gut tun, diese Leichtigkeit wieder zu haben und zu sagen, ja, ich wechsle meinen Job. Und was ist schon dabei? Ja, wobei man das auch in der jüngeren Generation jetzt auch sieht. Ne? Also das ist völlig normal. Alle 2 bis 5 Jahre wird gewechselt. Also 5 Jahre ist eigentlich relativ normal. Diese alten Erwerbsbiografien, wie mein Papa sie zum Beispiel noch hat, die gibt es nur noch ganz selten. Einfach auch aus dem Grund, weil man sich heutzutage gar nicht mehr so gut hocharbeiten kann wie früher. Das geht gar nicht mehr. Also so heute wechselt man sich in die nächsthöhere Position. Okay. Du hast in dem einen, also hast in deinem Buch, in dem einen, ich glaube im Vorwort oder nach dem ersten Kapitel, weiß ich gar nicht mehr, hast du geschrieben, die Kunst ist es, die Sonnenseiten wertzuschätzen und der dunklen Seite nicht zu viel Raum zu geben. Wo ich so dachte, als ich es gelesen habe, oh ja, check, so war. Und dann kam das riesengroße Fragezeichen oder sagen wir mal 1 Million Fragezeichen. Fuck, wie schaffst du das? Also es ist das sind so Sätze, wo ich so denke, das liest sich so schön. Ne? Sorge dich nicht, lebe. Finde ich auch von Dale Carnegie so eine schöne Aussage. Und dann denke ich wieder so, wie macht man das? Ja, wie machst du das? Wie schaffst du das, dass du sagst, also wenn ich jetzt in so einem Jobfrust eben drinstecke, wie sage ich dann so, die Sonnenseiten, die schätze ich jetzt mehr wert und den dunklen Seiten, den gebe ich nicht so viel Raum. Also wir haben ja einmal schon über dieses Positiv-Tagebuch gesprochen, beziehungsweise ich mache das im Kopf. Ne? Das ist erstmal das Wertschätzen der guten Seiten, weil das vergessen ganz viele. Das machen wir im Alltag nicht. Und reicht das, wenn ich wirklich 3 Sätze, 3 Dinge morgen, 3 abends? Ja, also so das ist schon mal, das ist mehr als nichts.
Ne? Achtung, das ist mehr als nichts, weil die meisten machen es nämlich gar nicht. Ja. Die gehen nicht hin und gucken, ah, was ist denn gut? Man kann das für die Beziehungen machen, man kann das für alle Lebensbereiche, die man hat, könnte man das durchdeklinieren. Das kann man machen. Und der dunklen Seite nicht zu viel Raum zu geben, heißt aber, sie durchaus anzuerkennen. Und viele versuchen es zu verdrängen. Und das geht nicht. Okay. Weil schlechte Gefühle, die sind ein hormonelles Bild in unserem Körper. Und es muss abgebaut werden, dieses hormonelle Bild. Und wenn das nicht der Fall ist, dann staut sich das irgendwo an und kommt irgendwann wieder in Form von Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfall und. Und irgendwann vielleicht Burnout, Depression, was auch immer. Alles, was nicht gut ist, was verdrängt wird, kommt zurück, in der Regel aufgestaut und in einer ganz anderen Intensität. Und wenn ich aber der dunklen Seite Raum gebe und sage, ja, das finde ich jetzt aber nicht so super und ja, jetzt bin ich auch mal schlecht gelaunt und nicht versuchen, das zu verdrängen. Nee, ich wäre aber lieber gut gelaunt. Das geht nicht. Zu sagen, okay, heute bin ich schlecht gelaunt und heute ist mal ein schlechter Tag. Punkt. Und das einmal so anzuerkennen. Und dann zu sagen, so, heute bin ich schlecht gelaunt, auf was kann ich mich morgen freuen? Das geht. Mhm. Aber das wird eben nicht, wird auch eben ganz oft nicht klar getrennt und eben auch nicht klar durchgezogen. Ich glaube, da ist ganz häufig diese Befürchtung, ich kenne das früher so von der Wut oder auch bei meinen Trainings, dass manche sagen, wenn ich einmal in die Wut reingehe, ne, Isabel, da komme ich nie wieder raus. Und dann sage ich häufig, nö, Wut ist, das ist ganz schnell vorbei. Geh mal einmal in die Wut rein. Wut ist ganz häufig ganz schnell vorbei. Trauer, das braucht. Ne? Ja. Aber Wut, das verpufft ganz schnell. Ja. Da brauchen wir immer wieder, das ist wie so ein Feuerwerk. So, oh, vorbei. Und ich könnte mir vorstellen, dass manche vielleicht sagen, wenn sie so im Jobfrust eben drin sind, dass sie sagen, ja, wenn ich jetzt akzeptiere, dass heute ein schlechter Tag ist, ja, morgen auch, übermorgen auch, übermorgen auch, vielleicht komme ich ja nie wieder da raus. Deswegen ist es doch wichtig, dagegen anzulächeln, dem gar nicht erst Raum zu geben. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Gedanke kommt. Ja. Was ist deine Antwort darauf? Ja, also ich kann den Gedanken auch sehr gut verstehen, aber das ist Verdrängen. Mhm. Das ist ja Wegdrängen. Mhm. Und wie gesagt, was du auch gesagt hast, Wut verpufft. Ne? Weil Wut ist ein bestimmter Adrenalin, Pegel in deinem Körper und der Körper kann nur so und so viel Adrenalin in der Form bereitstellen. Mhm. Meistens 20 Minuten Maximum und dann ist Adrenalin ausverkauft. Das heißt, dann geht die Wut weg. Das ist eben einfach so. Ne? So das ist erstmal dieser körperliche Mechanismus. Also, kurze Zwischenfrage. Mhm. Haben irgendwelche Menschen mehr an Adrenalin zur Verfügung als 20 Minuten? Nein, mehr als 20 Minuten. Das ist eigentlich das Maximum. Manche schaffen es vielleicht auch 25, aber du kommst nicht über eine halbe Stunde. Noch eine Frage. Mhm. Pubertierende Kinder, haben die mehr als 20 Nein. Minuten? Auch diese 20 Minuten? Die haben auch nicht mehr, aber die haben natürlich noch ein bisschen andere Thematiken, weil sich da gerade die ganzen neuronalen Verbindungen entstöpseln, neu zusammenstöpseln und hat auch einen Grund, warum die sehr viel schlafen. Aber wir streiten uns ja auch nie 20 Minuten. Uns kommt das vor, als würden wir Stunden streiten. Tun wir ja gar nicht. Wenn wir wirklich mal auf die Uhr gucken, sind wir nach 5 Minuten durch, dann ist ein Türenknallen, auch mit pubertierenden Kindern. Und dann ist was meist gerade eine Viertelstunde. Hm. Und dann liegen die schon wieder im Bett und schlafen. Also, ne, so, das ist, also erstmal haben wir da, sind wir nicht gut mit Zeit einschätzen, also wie lange was wirklich dauert, da sind wir nicht so gut. Und wenn Menschen eben sagen, ja, wenn ich da erstmal reingehe, dann komme ich da nicht mehr raus, dann ist es so, ja, dann bau dir doch einen Notschalter ein. Ein Notschalter? Ja, du kannst doch zum Beispiel, wir haben ja diese wunderbaren Smartphones, ne, so, und da ist ja überall immer eine Eieruhr drin. Früher konnte man das mit einer Eieruhr machen, heute kannst du das mit deinem Smartphone machen. Dann mach doch mal einfach, sagst du, okay, komm, eine Stunde bin ich jetzt sauer. Stell dir mal die Uhr und guck mal, ob du es eine Stunde schaffst. Und ich sehe dir an, schaffst du nicht. Ich weiß auch, ich mache das auch mit Leuten im Coaching. Weil, ne, so, komm, wir haben jetzt eine Stunde, machen wir danach noch eine halbe Stunde länger, denn jetzt darfst du eine Stunde sauer sein und kannst alles mal mir erzählen, was alles so richtig scheiße ist. Und dann fangen die natürlich an zu reden. Spätestens nach einer halben Stunde sind die fertig mit sauer. Ernsthaft? Ich könnte mir vorstellen, ich kann es länger durchhalten, tatsächlich. Ja, kann man auch, aber wenn da nicht viel kommt von der anderen Seite, sondern immer nur so, irgendwann ist man durch. Mhm. Ne? So, du schaffst es länger, wenn du einen Gegenpart hast. Mhm. Ne? Wenn jemand sagt, ach so, ja, wirklich, ach, das ist schlimm. Und ne? Bei so einem Gespräch. Mhm. Okay. Ja, okay, wir schaffen es natürlich länger, weil wir ja auch gewohnt sind, 1,5 Stunden einen Vortrag zu halten, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber so grundsätzlich, das ist dann Training, aber so grundsätzlich, also länger als eine Stunde, für dich alleine wütend sein,
Nee, traurig sein. Ja, wütend, traurig. Wütend funktioniert nicht, da hast du recht. Traurig funktioniert. Und wenn die Wut aus der Traurigkeit kommt, dann wechselt sich die Wut mit der Traurigkeit ab und dann kommt die Wut irgendwann wieder dann. Ne? Ja, ja. Ja. Aber auch traurig sein. Also so, gib dir doch mal eine Stunde. Sei doch mal eine Stunde traurig. Und mal so richtig mit ausheulen. Und ne, weil auch das... Auf das, wie lange wann heult man schon über eine Stunde? Richtig. Das ist, das, ja, genau. Also ich empfehle zum Beispiel immer, wenn man traurig ist, trauriger Film, den traurigsten Film, den du kennst, Flasche Rotwein, Rolle, Zewa und alleine sein. Und dann, also so richtig alles rauslassen. Nach dem Film ist gut. Wunderbar. Weil das hormonelle Bild im Körper sich geändert hat. Und das ist immer ganz wichtig, dass wir das auch verstehen. Und dieses hormonelle Bild im Körper kann ich nicht durch Wollen ändern. Geht nicht. Spannend. Im nächsten Leben mache ich etwas Sinnvolles. Ich finde, du machst etwas sehr, sehr Sinnvolles. Und das war ein wundervolles Gespräch. 1 Stunde 10. Ne? Da wir ja schon mal ein schönes Interview geführt haben, damals noch in einem Café, wo es so laut war im Hintergrund, dass wir das Krawattenmikrofon direkt fast schon in unseren Mund reingesteckt haben, habe ich dir ja schon damals die 3 Begriffe, du hast schon über eine herrliche Panne gesprochen. Ich würde es hier tatsächlich so weit beenden, aber noch einmal dir die Frage geben, bist du denn der Meinung, dass ich grob das abgebildet habe oder habe ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt vergessen, über den wir jetzt gar nicht gesprochen haben, der dir aber sehr wichtig wäre zu sagen? Nee, wir haben über Punkte gesprochen, über die wollte ich eigentlich gar nicht sprechen, die mir aber auch sehr wichtig sind. Von daher alles super. Schön. Okay, vielen, vielen lieben Dank und ich verlinke dich natürlich. Und ich finde es auch so schön, dass du vorhin gesagt hast, oh, wenn ich mal sage und ein bisschen angeben möchte, dann sage ich, ich bin Autorin. Und das Großartige ist ja, du könntest... ohne mit der Wimper zu zucken, einfach sagen, ich bin mehrfache Bestseller-Autorin, weil deine Bücher sich wirklich sehr, sehr gut verkaufen. Manche nennen sich ja schon Bestseller-Autor, wenn sie einmal aus Versehen bei Amazon in Verkaufscharts, wie viel, leider ja. Bestseller-Charts genannt werden, es sind aber keine Bestseller-Charts, Verkaufscharts, in irgendeiner Rubrik ist mal auf Platz 1 für eine Stunde geschafft haben. Ja, da gehöre ich auch zu, bin ich auch sehr stolz drauf, aber ich habe es nicht für eine Stunde geschafft, sondern schon für ein paar Wochen. Deswegen, du hast wirklich, also von deinen Verkaufszahlen her, also wenn man ein Buch über 8000 Stück verkauft, dann ist man definitiv ein Bestseller und du hast das mit mehreren Büchern geschafft. Also insofern ziehe ich meinen Hut. Insofern, wenn Sie das spannend finden, was die Anja macht, dann einfach das Buch kaufen. Alle Bücher, 10 Bücher. Von Anja Niekerken. Und es gibt ja auch ein ganz tolles Buch. Dein Bestseller ist ja auch das mit dem Zuhören. Ne? Wie können wir eben gut und richtig zuhören? Wie das Geheimnis das? Richtigen Zuhörens. Das Geheimnis richtigen Zuhörens. Sehr, sehr spannend. Also, ich verlinke das alles und danke dir ganz, ganz herzlich für dieses großartige Gespräch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Gut reden kann jeder. Gut reden kann jeder.